Abracadabra, tot ist die Abmahnung, was Betriebsräte unbedingt wissen müssen zur Abmahnung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsrat heute. Mein Name ist Janine Schäfer, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und Referentin der WAF. Und bei mir im Studio zu Gast ist heute mein lieber Kollege Rechtsanwalt Niklas Basti aus Berlin. Lieber Niklas, schön, dass du bei uns bist. Liebe Janine, vielen Dank. Das ist ein super spannendes Thema mal wieder. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja, vielleicht sind die schon im Bilde, die erfahren nämlich alles rund um die Abmahnung, unter anderem in Arbeitsrecht Teil 3. Das gibt's als Seminar, das gibt's als Webinar. Unbedingt buchen. Absolut, sehr empfehlenswert. Jetzt gibt's ja Betriebsräte, die machen irgendeine Sprechstunde oder so, auf das sich Arbeitnehmer beschweren können über den bösen Arbeitgeber. Manchmal ist der deswegen böse, weil er mich, den Arbeitnehmer, oder auch mich, das Betriebsratsmitglied, abgemahnt hat. Also normalerweise denke ich dann sofort, die Abmahnung könnte vielleicht unwirksam sein. Liebe Janine, jetzt komme ich zu dir in die Sprechstunde. Nehmen wir mal an, ich bin auch Betriebsratsmitglied und trotzdem betroffen von einer Abmahnung. Ist die jetzt notwendig unwirksam? Schon deshalb, weil ich Amtsträger bin? Betriebsrat heute, der Podcast der WAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, lieber Niklas. Es ist eine Frage, kann ich als Betriebsrat denn überhaupt abgemahnt werden? Und ja, diese Frage ist tatsächlich mit Ja zu beantworten. Aber ich muss natürlich auch differenzieren, in welchem Pflichtenbereich dieser Verstoß zu suchen ist. Habe ich gegen eine arbeitsvertragliche Pflicht verstoßen? Zu spät oder, gekommen oder so? Ne? Ja, oder habe ich gegen eine Pflicht aus dem Betriebsverfassungsrecht verstoßen? Das geht also auch. So nie zum Monatsgespräch erschienen, habe die Verhandlungen nicht aufgenommen oder so, die der Arbeitgeber vielleicht mit mir führen wollte, zum Abschluss irgendeiner BV. Also es gibt in der Tat, das macht das Thema so spannend, Arbeitgeber, ich weiß nicht, wie klug das ist, aber die wegen einer aus ihrer Sicht fehlerhaften Betriebsratstätigkeit ein Betriebsratsmitglied abmahnen. Tatsächlich, und das hat auch tatsächlich das LAG Baden-Württemberg bestätigt, dass ein Betriebsrat wegen Verletzung der Pflichten aus dem Betriebsverfassungsgesetz abgemahnt werden kann. Genau so ist es, ja. Und vor dem Hintergrund sind die da nicht vogelfrei und das ist tatsächlich oftmals auch vorgeschaltet, bevor wir dann zum Thema kommen, wie kann ich denn aus dem Betriebsrat entfernt werden? Ja, Sanktionsmöglichkeiten nach § 23 Betriebsverfassungsgesetz. Ne? Ja, ganz genau. Du meinst hier der Arbeitgeber, ne, oder ein Viertel der Belegschaft, die können sich zusammenrotten, ja, oder eine Gewerkschaft kann das anregen. Und dann könnte über den Umweg des Arbeitsgerichts mir mein Amt weggenommen werden. Das wäre jetzt keine Kündigung, aber das könnte zur Folge haben. Das könnte drohen tatsächlich, wenn man einen Verstoß gegen diesen Pflichtenkreis begeht, Weil nämlich mein Sonderkündigungsschutz dann auch weg wäre, ne, in dieser juristischen Sekunde. Ja, kommt natürlich auf die Schwere des Verstoßes an, muss man natürlich dann im Einzelfall sich genauer anschauen. Aber Thema Abmahnung, wie sieht denn sowas aus? Muss die denn schriftlich sein? Also interessanterweise nein, aber die Abmahnungen sind schriftlich in der Praxis, weil du würdest ja sonst sagen, ich habe nichts erhalten. Stimmt. Oder das, was ich erhalten habe, war ein Liebesbrief oder irgendwas. Genau, oder nur eine Ermahnung. Ja. Aber weißt du, Janine, was mich jetzt interessiert, ich bin jetzt dieses Betriebsratsmitglied, vielleicht könnte ich ja auch ins arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren gehen, so als Betriebsrat, so das so beschließen, um dann irgendwie gegen diese Abmahnung, die sich auf meine Betriebsratstätigkeit bezieht, vorzugehen. Das wäre ja cool, weil es ist ja gerichtskostenfrei, ne? Ja, das ist genau das, was du sagst. Da müssen wir eben gucken, welchen Gegenstand, Inhalt hat die Abmahnung. Ich bin natürlich nur im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren, wenn ich auch tatsächlich einen Verstoß aus diesem Pflichtenkreis habe und nicht in der Form meiner Arbeitnehmereigenschaft, dann wäre das Urteilsverfahren nämlich das richtige Verfahren. Ich kann jetzt also nicht sagen, nur weil ich Betriebsratsmitglied bin und bin jetzt abgemahnt worden, weil ich zu spät gekommen bin. Bin ich nicht automatisch im Beschlussverfahren. Verstehe. Das heißt, notfalls müsste ich dann klagen, was teuer ist. Es gibt auch viele Anwälte, die sagen, mach's eher nicht oder so. Ja. Jedenfalls, da müsste ich dann die ganz normalen Mittel in Bewegung ganz setzen. Ganz genau so ist es, Jetzt wüsste ich gerne mal so eine Abmahnung. Also ich will, dass die unwirksam ist. Ja. Kannst du mir da irgendwie helfen? Weil
Im Gesetz gibt es ja, glaube ich, irgendwie gar nichts dazu. Es ist reines Rechtsprechungsrecht. Richtig, über das wir hier ist reden. Wie so vieles Rechtsprechungsrecht. Ja. Und dann ist natürlich meine Empfehlung, erstmal genau hinzuschauen, sind denn die Voraussetzungen, die an so eine Abmahnung gestellt werden, überhaupt erfüllt? Und haben wir es dann überhaupt mit einer wirksamen Abmahnung zu tun? Also nehmen wir mal an, der Arbeitgeber sagt, Niklas, also im Grunde schätze ich deine Arbeitsleistung, aber gegenüber Kunden oder Lieferanten, ich habe das jetzt so zweimal beobachtet, warst du einfach ziemlich unfreundlich. Mhm. Also, weißt du, so ein pauschaler Hinweis, ich mahne dich ab, denn du bist unfreundlich. Das könnte zu unbestimmt sein, oder? Das könnte auf jeden Fall zu unbestimmt sein. Also es gibt ja drei Anforderungen an eine Abmahnung. Ich muss zum einen natürlich erstmal darauf hinweisen, welchen Pflichtenverstoß ich denn begangen habe. Im zweiten Schritt muss ich dann dazu auffordern, dieses Verhalten zu unterlassen. Mhm. Und im dritten Schritt muss dann auch die Warnfunktion enthalten sein, um dir aufzuzeigen, was du wirklich zu erwarten hast, wenn sich dieses Verhalten wiederholt. Und natürlich muss dann natürlich der Sachverhalt dir auch so klar sein, damit du genau weißt, aha, was wird mir denn überhaupt vorgeworfen und was darf ich denn auf gar keinen Fall nochmals tun. Und wenn das alles nicht geschieht und unter uns, ich sehe viele Abmahnungen und du auch, wo das so klar nicht aufgeführt ist, dann wäre das schon aus diesem Grund heraus unwirksam, sagst du. Die sind unwirksam, natürlich, klar. Ja. Was ist denn, wenn die Tatsachen einfach gar nicht stimmen? Die sagen, ich hätte hier mit dem Kunden K geredet. Mhm. Das ist gar nicht möglich, denn ich war an diesem Tag krank. Also ich habe eine unrichtige Tatsachengrundlage. Mhm. Der Arbeitgeber hat sich da vertan. Ja. Vielleicht jetzt nicht aus bösem Willen oder so, aber es stimmt einfach nicht, was da drin steht. Das würde die Abmahnung auch unwirksam machen. Ja, es ist dann halt natürlich zu empfehlen, auch zumindest in einer Gegendarstellung zu sagen, so war es nicht. Mhm. Ist die Frage, wie ausführlich man das machen sollte zu diesem Zeitpunkt oder ob man sagt, das hebe ich mir auf für einen späteren Streitfall, um das klarzustellen. Ich empfehle da immer tatsächlich, sich eine eigene Dokumentation anzufertigen, weil man sich vielleicht später nicht mehr so dran erinnert an das, was gewesen ist, dass man dann sagen kann, so ist es tatsächlich gewesen oder so war es auf gar keinen Fall, weil. Ja, und ansonsten einfach nur diese Abmahnung als unbegründet erst einmal zurückzuweisen und tatsächlich auch aufzufordern, diese aus der Personalakte zu entfernen. Abracadabra. Abracadabra. Die wäre dann tot, ja. Und wie sieht es denn aus, lieber Niklas, wo wir gerade dabei sind? Wenn jetzt tatsächlich das Betriebsratsmitglied ja abgemahnt wird, darf denn diese Abmahnung überhaupt in die Personalakte rein? Auf keinen Fall. Aber frag mich bitte nicht, wo das im Gesetz steht. Da wäre meine Antwort wieder, das steht da gar nicht. Ja. Das ist wieder eine Erkenntnis, wenn du so willst, eine Erfindung, könnte man auch sagen, der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung. Ja, genau. Das ist so das Tolle an unserem Thema. Wenig ist gesetzlich geregelt. Uns Arbeitsrechtlern, uns fällt das gar nicht mehr auf. Mhm. Aber Betriebsräte fragen eben sehr häufig, nennst du mir mal die Hausnummer, den Paragraphen, wo all das niedergelegt ist? Na, ich habe Neuigkeiten, den gibt's nicht. Genau so ist es. Aber jetzt zuletzt, recht aktuell, kann man immer noch sagen, tatsächlich hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg mit Beschluss vom 3.7.2020 genau das eben auch nochmal herausgearbeitet und im Leitsatz festgestellt. Darauf könnte ich mich auch berufen, durchaus so im Streitfall. Selbstverständlich. So machen die Anwälte das ja auch. Mhm. Janine, du bist eine erfolgreiche Fachanwältin. Du hast viele individualarbeitsrechtliche Angelegenheiten geprüft und vor Gericht vertreten. Darunter werden auch Abmahnungen gewesen sein. Jetzt habe ich gerade eine Abmahnung auf dem Tisch liegen. Ich habe das erst gar nicht glauben wollen. Da ist einer Chefarztsekretärin deswegen eine Abmahnung erteilt worden, weil sie keinen Zahnarzttermin für ihren Chef vereinbart habe. Also einen privaten... So eine Abmahnung muss doch auch rechtlich zutreffend das Arbeitnehmerverhalten bewerten. Also wenn das einfach nicht ihre Aufgabe ist, hier deine private Zahnarzt. Genau. Ne? Ja. Also das heißt, das Teil wäre dann auch unwirksam. Die wäre, natürlich, die wäre in jedem Fall unwirksam, weil ich ja gucken muss, was schulde ich denn arbeitsvertraglich? Ja. Und ich kann natürlich auch nur bei einem Verstoß gegen meine arbeitsvertraglichen Haupt- und auch Nebenpflichten abgemahnt werden, wenn ich denn einen Pflichtenverstoß tatsächlich begangen habe. Das heißt, diese Abmahnung, die muss bestimmt genug sein, dass ich überhaupt verstehe, was ich hier angeblich falsch gemacht haben soll. Die darf keine unrichtigen Tatsachen enthalten. Genau. Sie muss eine rechtliche Bewertung mit sich bringen, die auch tatsächlich zutrifft. Ja, und jetzt gibt es noch diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Janine, da musst du mir helfen. Ich habe drei Minuten vielleicht telefoniert, in einer privaten Angelegenheit. Ich gebe zu, der Arbeitgeber hat mal gesagt, mach das nicht.
waren aber nur 3 Minuten. Gibt es sowas wie eine Bagatellabmahnung? Also kann wirklich jede Bagatelle irgendwie abgemahnt werden? So Mikroverstöße? Grundsätzlich kannst du das natürlich tun. Ja. Es ist und bleibt ein Pflichtenverstoß. Mhm. Und wenn es nur eine halbe Minute gewesen ist oder ein paar Sekunden gewesen ist, die Frage ist, wie das Ganze dann zu bewerten ist in der Gesamtschau. Welche Schwere hat denn dieser Pflichtenverstoß? Mhm. Ist er denn geeignet, tatsächlich auch bei einem Wiederholungsfall vielleicht dann mal eine spätere Kündigung zu begründen aufgrund dieser Vertragspflichtverletzung? Das war meine Mutter, die war ganz krank oder so. Nee, da muss man gucken. Mhm. Tatsächlich, Telefonate während der Arbeitszeit sind einfach Arbeitszeitbetrug, wenn ich mir nicht die Freigabe eingeholt habe, dieses Telefonat zu führen. Das ist ein super Podcast hier, denn weißt du, in jedem Lehrbuch steht, die Abmahnung muss der Verhältnismäßigkeit genügen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, genau wie du es beschreibst, bleibt von diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, jedenfalls rund um die Abmahnung, doch sehr wenig übrig. Mhm. Deswegen bin ich dir so dankbar, dass du sagst, auch so Mikroverstöße gegen den Arbeitsvertrag sind im Prinzip abmahnfähig. Abmahnfähig, und sie sind ja immer noch das mildere Mittel zur Kündigung, die ja nur Ultima Ratio sein soll. Und von daher, mit irgendwas muss er ja arbeiten. Die Frage ist, ob man jetzt hier nicht sagen könnte, eine Ermahnung reicht, kommt auf die Schwere des Pflichtenverstoßes an. Ja, also Thema Arbeitszeitbetrug ist halt immer so ein wirklich sensibles Thema. Und aber die Gerichte sind streng, ne? Ja, die genau. Also bei dem, bei dieser Angelegenheit Arbeitszeitbetrug ganz streng, da sind fristlose Kündigungen tatsächlich gerechtfertigt in auch der Regel. Auch gegenüber Betriebsratsmitgliedern, ne? Weil ich immer sowas höre wie, mich hat die Janine mal eben angerufen und dann habe ich als Betriebsratsvorsitzender mit ihr irgendein Beratungsgespräch geführt. Einverstanden kannst du alles machen. Das kannst du stundenlang machen, tagelang. Mhm. Aber du musst dich vorher abgemeldet haben bei deinem unmittelbaren. Genau. Und dann höre ich immer in der Kanzlei, aber das hat sich bei uns so irgendwie anders eingebürgert. Da gibt es kein Mitleid, da gibt es keinen Mitbestimmungsrabatt vor dem Arbeitsgericht Berlin und ich wette auch nicht vor dem Arbeitsgericht München oder sonst wo. So ist es, genau. Janine, gibt es denn irgendeine Frist? Ich habe mal so gelernt, gegen eine Kündigung, da gibt es diese 3-Wochen-Frist und die darf ich nicht verpassen, sonst bin ich tot. Eine vergleichbare Frist gibt es doch nicht, wenn ich mich jetzt mit dem Gedanken trage, gegen eine Abmahnung vorzugehen. Nee, da gibt es tatsächlich keine Fristen, gesetzlich nicht geregelt. Daher ja auch meine Empfehlung, man muss nicht immer gleich gegen vorgehen und eine Gegendarstellung machen. Kann auch mal wirklich in die Hose gehen, weil das, was einmal gesagt wurde, kann man nicht mehr zurücknehmen. Ja, deswegen vielleicht lieber aufsparen und dann für den Fall, dass es mal zu einer Kündigung kommt, dann inzident in diesem Prozess sich damit befassen und angucken. Und tatsächlich, was auch viele nicht wissen, selbst wenn sich dann mal herausstellt, die Anforderungen an die Abmahnung sind nicht erfüllt gewesen, aber der Vorwurf war gerechtfertigt, dann sagt der Arbeitgeber auch vielen Dank für den Hinweis, schreibt sie einfach nochmal neu und das geht. Du sagst gerade, das kann auch zum Bumerang werden, wenn ich hier gegen eine Abmahnung vorgehe. Deswegen soll das wirklich immer im Einzelfall sehr ordentlich geprüft werden. Ja. Ja. Janine, Arbeitsrecht Teil 3, also jeder, der jemals abgemahnt wird, jemand, der irgendwie plant, abgemahnt zu werden oder der damit rechnen muss, der sollte das unbedingt besucht haben, gerade als Betriebsratsmitglied. Eine Frist gibt es nicht, sagst du. Ich will nochmal nachfragen, indem ich jetzt gar nichts mache, was ich zum Beispiel empfehle oftmals so gegen eine Abmahnung. Ja. Da schneide ich mir jetzt nicht ins eigene Fleisch, weil viele Arbeitgeber sagen sowas wie, ich habe dich abgemahnt, du hast dazu nichts gesagt. Ja. Also war das irgendwie ein Zugeständnis. Schweigen ist nicht ein Zugeständnis. Nein, oder so. Schweigen ist kein Zugeständnis, aber das ist jetzt mal die Theorie. Ja. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Ja. In der Praxis kriegt man dann doch mal zu hören, ach, und jetzt fällt dir ein, dass es nicht so gewesen ist und erfindest irgendwas. Mhm. Deswegen sage ich ja, Hauptsache gegen Vorgehen sagen, so war es nicht, ist nicht begründet und ich behalte mir vor, das näher auszuführen, wenn sich der Bedarf ergibt. Janine, kann ich mir deine Stundensätze eigentlich leisten, weil das war jetzt schwierig. So eine tolle rechtliche Beratung hier, aber du weißt, ich knapse so und ernähre mich von Vogelkörnern. Das kriegst du hin. Ratenregelung oder sowas machen.